Auto kaufen? Gerne, mein Herr. Unsere Modelle befinden sich hier. Modelle? Wo halten Sie mich denn? Ich will da kein Modell. Ich will ein Auto, ja? Entschuldigung, bitte. Ich meine natürlich die Autos. Die Autos? Ich will da nur eins. Ja, aber wir haben mehrere. Ja, das ist Ihr Problem. Ne? Also ich will nur eins. Wo ist es? Was? Na, mein Auto. Das weiß ich doch nicht. Das wissen Sie nicht? Nein. Woher soll ich denn das wissen? Sie haben doch noch gar keins gekauft. Woher wollen Sie denn das wissen? Ich meine, Sie haben doch eben selbst gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte eins. Es kann ja sein, dass ich schon eins habe und nur noch eins möchte. Sie können überhaupt nicht, ich hätte noch nie ein Auto gekauft. Habe ich ja auch nicht. Ach, Sie auch nicht? Also bitteschön, was möchten Sie? Ich möchte ein Auto. Brumm, brumm. Also gut, ja? Gut, dann werde ich Ihnen mal eins zeigen. Na, endlich kommt er zum Thema. Bitte, mein Herr, das hier ist unser neuestes Spitzenmodell. Spitzen? Da sind da gar keine Spitzen dran. Aber das sagt man doch bloß so. Ich meine, es ist sozusagen das Beste, was ich habe. Ach, das ist Ihr Wagen. Kompliment, der würde mir auch gefallen. Nein, nein, es ist nicht mein Wagen, es ist unser. Unser? Ach, wir beide haben Autos zusammen. Das wusste ich ja noch gar nicht. Nein, 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 unser, der Firma. Ach, das ist ein Firmenwagen. Ja, ja. Ist der für Betriebsausflüge nicht ein bisschen klein? Mein Herr, der Wagen gehört der Firma, die ihn hergestellt hat. Ach so, mein Herr, das ist ja klar, ja. Dann zeigen Sie mir doch mal. Na, Sie sehen ihn doch schon. Na, nun machen Sie mal ein bisschen was mit. Ne, kann er Männchen machen oder Mama sagen? Der Wagen? Ja. Nein. Dann bin ich beruhigt. Dann ist es ein richtiges Auto. Ich glaube schon. Das glauben Sie nur? Sind Sie etwa nicht ganz sicher? Doch, 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 doch. Ich bin ganz sicher. Also, ich habe beruhigt. Stellen Sie sich mal vor, man kauft da was unter der Bezeichnung Auto und dann stellt man zu Hause plötzlich fest, es ist ein Teddybär. Der Wagen ist bestimmt kein Teddybär. Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, sag mal, ein Teddybär guckt ja ganz anders. Ja. Ein Teddybär guckt nicht wie ein Auto. Nee. Und ein Teddybär hat ja auch nicht vier Räder. Na. Also selten, wollen wir mal sagen. Und er hat vor allem keinen Motor. Na ja, zeigen Sie mal den Motor, ja? Bitte sehr. Was denn dieses Durcheinander soll ein Motor sein? Aber ich bitte Sie, mein Herr, der Motor ist ausgesprochen geräuscharm. Arm? Was soll ich denn mit dem armen Motor? Ja, wie viel wiegt der denn? 1233 Kilogramm. Oh, das muss man natürlich bedenken, nicht? Da kann man also nicht alleine tragen. Tragen? Ja, wenn es mal regnet, wenn es so matsch ist, nicht? Damit er sich nicht so dreckig macht. So. Ja, wovon lebt er denn? Lebt? Ja, was er isst und trinkt, Menschenskind. Isst und trinkt? Ja. Sagen Sie mal, sind Sie sich ganz sicher, dass Sie Ihr Auto kaufen wollten und nicht etwa ein Bernhardiner? Also wollen Sie mich verscheißern? Bitte. So ein Wagen braucht er was, damit er fährt, oder? Naja, wie üblich, Benzin. Benzin? Damit mache ich mir Flecken aus der Hose. Und Öl? Damit mache ich mir Flecken in die Hose. Na, Sie haben Nerven. Na, Gott sei Dank, die brauche ich auch im Straßenverkehr. Was denn? Wollen Sie etwa damit fahren? Nee, ich nicht. Ach, da bin ich ja beruhigt. Ich doch nicht. Der Wagen fährt ja schon. Deswegen hat er ja auch den Motor. Soll ich Ihnen das mal erklären? Nein. Danke. Ich kenne ein Auto. Ja, eins vielleicht. Aber kennen Sie auch dieses? Wie meinen? Sehen Sie die brillante computerprogrammierte Konzeption? Das rasante Abrissheck mit der großen Heckklappe? Den integrierten Frontspoiler? Wissen Sie um das prädominante Schwingungsverhalten bei den langhubigen Federbeinen? Wissen Sie von der Vorderachse mit dem negativen Lenkrollradius, der Zahnstangenlenkung, dem Achsgewicht, den Crashergebnissen? Und wussten Sie, dass dieser Wagen einen mittleren Verzögerungswert von 23 G hat? Nein. Aha! Sagen Sie mal,
Woher wissen Sie denn das alles? Ich? Na, ich bin doch der Konstrukteur.